Auf dem Gelände neben der Schwimmhalle waren alle 5. Klassen aus den Grundschulen von Eisenhüttenstadt zum Tag der Grundschulen eingeladen. Es war bereits das 11. Mal. Dieser Tag ist auch dieses Mal von den Partnern des Projekts Feuerwehrstadt organisiert worden. Tag der Grundschulen, organisiert von der Projektgruppe Feuerwehrstadt. Wir haben heute hier 150 Kinder der Stadt Eisenhüttenstadt, alle 5. Klassen, die an 4 verschiedenen Stationen sich zum Thema Feuerwehr, gutes Feuer, böses Feuer, informieren können und beschulen lassen können. Und die haben viel Spaß. Die Kinder können und sollen aktiv mitmachen. Etwas Geschicklichkeit fordert dabei der Parcours heraus. Fertig, los! 1, 2, 3, 1. Die 4 Stationen sehr gut gefüllt. Das Beste ist der Parcours. Da haben die Kinder richtig Spaß, wo sie mit den Skiern dann da eine gewisse Strecke laufen müssen und Zielspritzen machen müssen. Wie verhalte ich mich bei einem Brand? Gutes oder böses Feuer? Um solche Fragen ging es beim Wissensquiz. Ganz wichtig ist auch unser Quiz. Davor ist eine Vorlesung. Die Kinder kriegen dann dort gesagt, worauf sie achten müssen, wenn sie mit Umgang mit Feuer zu tun haben. Oh, jetzt kriege ich aber Schiss, jetzt wegschmeißen. Oh, was soll ich jetzt machen, Leute? Ruhig bleiben. Also wir sind von der LST und zeigen den Kindern die grundlegende Voraussetzung fürs Brennen und Löschen. Na, was passiert, wenn ich einen Stoff dazugebe? Was brauche ich alles, um Feuer zu machen? Und die Kollegin zeigt an praktischen Beispielen, wie so ein Feuer entstehen kann und wie ich so ein Feuer auch richtig löschen kann. Anschließend müssen die Kinder noch ein kleines Quiz beantworten und darauf kriegen sie Punkte und der Beste kriegt noch einen Preis. Na, und das Benefit ist einfach, dass die Kinder was mitnehmen für ihr alltägliches Leben. Und das soll eigentlich der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte heute sein. Schwer und auch irgendwie komisch, weil man musste hoch, runter, hoch, runter. Und ist sehr anstrengend. Muskelkraft war an der alten historischen Wasserspritze gefragt. Genau, ich zeige den Kindern, wie das also vor 102 Jahren, die Spritze ist nämlich von 1920, gelöscht wurde. Und das ist eben viel körperliche Arbeit, viel Manpower. Das ist heute alles ein bisschen anders, aber auch unsere Kinder sollen lernen, dass der Feuerwehrberuf ein schwerer, aber ein sehr schöner Beruf ist. Und das machen wir heute in einer Form eines Spieles, indem wir die beiden Lodriane, die dort vorne sind, mit Wasser bekämpfen. Ja. Okay, ja, die Notrufnummer hast du schon mal gelernt? Kannst du eine Hand nehmen, mitbringen, wenn du willst. Gerd Rademacher ist unermüdlich dabei, so auch bei diesem Tag der Grundschulen, den Kindern das richtige Verhalten bei einer Meldung beizubringen. Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst, wo genau ist der Ereignisort? Der Ereignisort ist auf der Insel in Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt, Insel, ja. Können Sie etwas genauer sagen, wo auf der Insel? Wir machen mit den Kindern den Notruf. Eigentlich brauche ich nicht mehr viel tun, weil Hallo. Sie sind schon sehr, sehr affin und sehr gebildet in dieser Richtung. Wissen sehr viel, kennen die Notrufnummer 112, kennen die 5W-Fragen und wir üben den jetzt sozusagen. Welche Fragen sind denn das? Welche sind wichtig? Die 5Ws sind wo, was, wie viele, welche, war? Oh, na, ihr nochmal, wie waren die 5Ws? Ich sag dir, die sind sehr gebildet. Solch ein Tag in der Praxis ist wohl als sehr wertvoll zu sehen. Verbunden mit viel Spaß ist es eine gelungene Sache. Die Lehrer sind begeistert. Und die Schüler, das hört man ja im Hintergrund, haben richtig Spaß.